Hi und herzlich willkommen hier auf pierrosini.com, die Weinshow. Und ja, ich bin sehr froh, dass ihr mich heute angeklickt habt, denn ich bin nicht alleine, wie ihr sehen könnt. Ich habe heute einen Gast bei mir in meiner Weinshow, worauf ich sehr, sehr froh bin, sehr stolz bin, dass er sich Zeit genommen hat. Denn wir sind hier im westlichen Franken und zu Gast beim Weingut Rudolf Fürst. Aber am besten stellt sich selber mal ganz kurz vor. Okay. Ja, also schön, dass du da bist, Piero. Also ich bin der Sebastian Fürst und wie Piero schon gesagt hat, wir sind hier in unserem Familienbetrieb im Weingut Fürst im westlichen Franken, in Kurfranken, und sind eben Familienbetrieb hier in einem vielleicht etwas abseits vom Herz von Franken, wo der Spätburgunder, Frühburgunder und generell der Rotwein die erste Geige spielt. Und wir werden heute drei Weine probieren. Du hast das eben ja schon mal ein bisschen angedeutet. Rotwein spielt so praktisch die erste Geige. Ja. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Spätburgunder. Oder wir haben einen Spätburgunder oder zwei Spätburgunder und einen Frühburgunder. Genau. Ja. Ja. Vielleicht zum Frühburgunder können wir wahrscheinlich gleich noch was zu sagen. Fangen wir einfach mit den, mit dem Basiswein an. Mit dem Spätburgunder Tradition, ja. Ist Basiswein auch bei genau. uns? Genau. Okay. Wir haben zwei Basisspätburgunder. Das ist der Spätburgunder Tradition und der Spätburgunder Bürgstadter. Okay. Mal und kurz das in die ist Kamera. Jetzt der hier Spätburgunder Tradition. Das ist der Jahrgang 2009. Und Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle. 2009 ist eigentlich ein guter Jahrgang? 2009 ist ein wunderbarer Jahrgang, ja. Ja? Ja. Okay. Also 2009 ist ein Jahrgang, wo eigentlich alles gepasst hat, wie im Bilderbuch. Einen tollen Sommer, frühen Austrieb, lange Zeit am Weinstock und kerngesunde Trauben am Schluss. Also 2009 ist ein Jahrgang, wie wir ihn immer wieder gerne nehmen würden. Ne? Ja, dann wollen wir direkt erstmal den ersten Wein verkosten. Ja, gerne. Okay, also man sieht jetzt hier an der Farbe, Spätburgunder ist ja auch eine sehr dünnschalige Traube, weshalb wir dann auf gar keinen Fall so tiefe Farbe haben, wie zum Beispiel, einen chilenischen Cabernet Sauvignon, wo sehr dickschalige Beeren mit im Spiel sind. Also sehr dünnschalig, deswegen hier auch, wie man hier in der Kamera sehen kann, eine sehr schöne, brillante, eine Transparenz, so ein Kirschrot. Und du probierst schon. Muss ich mich jetzt beeilen? So. Genau, ja. So. Wow. Also ist von der Nase her ist es eine intensive Kirschfruchtnote dominant. Ne? Also man hat hier schon was sehr Frisches, finde ich. Ja? Aber sehr viel Kirsche. Und man merkt so ein bisschen auch so die Eleganz, die kommt da durch, ja. Also es ist so. Vom Holz, hat er viel Holz gesehen? Eher weniger, oder? Oder beziehungsweise wahrscheinlich nicht im neuen Barriquefass. Der Spätburgunder Tradition ist zum Großteil im gebrauchten Barrique, also zweite, dritte, vierte Belegung ausgebaut. Also gehen ganz wenig Aromen halt noch ab an den Wein. Und zu einem kleinen Teil, also 10-15%, haben wir jedes Jahr noch im ganz traditionellen alten Doppelstückfass. Okay, dann probieren wir mal. Was uns eben ganz wichtig ist, wow, gerade bei den beiden Gutsweinen, beim Tradition, beim Bürgstadter, ist, dass einfach schon eine große Appetitlichkeit, auch eine Leichtigkeit und eine Finesse da ist, dass das Tannin sehr, sehr seidig ist. Ja, also kann ich jetzt auch absolut nachvollziehen. Diese Leichtigkeit, die hat man auf jeden Fall, trotzdem aber gepaart mit so einer intensiven Frucht. Ja, jetzt nicht so eine gekochte Frucht, das ist eine sehr filigrane, eine sehr elegante Frucht. Von den Tanninen auch weich, ja, und gepaart mit so einer Würze. Ja.
Und hat auch eine gute Länge. Genau, ja. Ja, absolut. Also diese Leichtigkeit, die sich aber eigentlich quer durch die, natürlich sind die Gutsweine schon nochmal einen Tick leichtfüßiger als jetzt die Lagenweine oder die großen Gewächse. Aber wir versuchen bei unserem Stil eigentlich und auch hier von den Gegebenheiten bietet sich's an, diese Leichtigkeit und die Appetitlichkeit und die Finesse der Weine total rauszuarbeiten. Ja, also ist euch sehr gut gelungen, wie ich finde. Ja? Deswegen auch von mir also ein großes Lob und ja, eine absolute Empfehlung. Dann so einmal hier rein, ja. Ist zu schade. Merci. Okay, dann kommen wir zum zweiten Wein. Das ist der, ist jetzt ein Lagenwein, ja? Das ist der genau. Frühburgunder, einmal in die Kamera. Frühburgunder, Zentgrafenberg, Jahrgang 2008. Der vom Jahrgang eigentlich, ja, ist eigentlich auch ein sehr gut gelungener Jahrgang, oder? Also wir konnten uns die letzten Jahre zum Glück gar nicht beschweren. 2008 ist auch ein sehr schöner Jahrgang, war vielleicht ein bisschen mehr Arbeit während der Weinlese. Okay. Vom Ertrag her etwas geringer als 2009. Was jetzt hier spannend ist, auch noch zusätzlich, ist, dass wir haben jetzt hier von der Rebsorte Frühburgunder. Und Frühburgunder muss man halt auch mal ganz kurz erklären. Also Frühburgunder ist eine Mutation, ja? Genau. Kann man sagen, vom Spätburgunder. Genau. Also Spätburgunder ist ja auch die Traube an sich. Spätburgunder ist eine Traube, die sehr leicht mutiert. Ja? Das heißt jetzt nicht irgendwie so 10 Kilo Beeren bekommt, sondern einfach so eine kleine Variation in den Beeren auch hat, die sich dann, ja, ich sag jetzt mal beim Frühburgunder zum Beispiel, wirkt sich die Mutation aus. Das sind kleinere Beeren, oder? Also der Frühburgunder ist das sind kleinere Beeren. Und der Name kommt daher, weil der Frühburgunder einfach in der Regel 2 Wochen früher reif ist, wie der Spätburgunder. Und genauso Grauburgunder und Weißburgunder sind genauso Mutationen vom Spätburgunder. Oder einer davon ist der Ausgangspunkt für alle anderen. Mhm. Und im Vergleich zum Spätburgunder ist der Frühburgunder immer etwas, hat mehr Extraktsüße, okay. Ist etwas runder, hat einen Tick weniger Säure, ist aber von der Aromatik her vielleicht sogar vielschichtiger, kräutriger, hat neben Fruchtaromen, also hat dunklere Fruchtaromen, Brombeere und Waldbeeren. Okay. Spätburgunder ja oft eher auf der roten Seite. Kann man denn dann sagen, dass der Frühburgunder die höherwertige Traube ist, weil ich meine, es steht ja in jedem Buch, Weinbuch, für Leute, die sich interessieren, ja, umso kleiner die Beeren, desto schöner der Wein. Also, okay. Es gibt schon Spätburgunder, die genauso kleinbärig sind auch. Ja. Und es ist auch nicht, ich glaube, man kann auch nicht sagen, ob das der hochwertigere ist oder der Spätburgunder, das ist zum einen Geschmackssache. Wahrscheinlich so, wie auch man seinen Sohn lieber mag als seine Tochter oder genau, ja, seine Kinder, mag man einfach. Genau, also Frühburgunder ist auf jeden Fall runder und würziger und es ist vielleicht auch der perfekte Winterwein. Für alle Weihnachtsgerichte, die bei uns so gängig sind, bietet sich der Frühburgunder super an. Weil er wahrscheinlich dann auch kräftiger ist. Also wir probieren ihn jetzt einfach mal. Von der Farbe her ist schon ein bisschen mehr Farbe mit im Spiel, finde ich. Ja, jetzt als es ist Tradition. Schon ein Tick dunkler wie der Tradition. Ja. Okay, so einmal hier. Okay. Den Frühburgunder kannst du während der ganzen Vegetation so gut wie gar nicht vom Spätburgunder unterscheiden. Also die Rebstöcke, die Blätter, sieht alles so gut wie identisch aus. Und wenn man durch die Weinberge fährt, erkennt man den Frühburgunder erst dann. Wenn der Frühburgunder anfängt, sich zu verfärben, also die grünen Bärchen werden blau. Ja. Und der Spätburgunder braucht noch 2 Wochen. Der Spätburgunder braucht noch 2 Wochen, bis er anfängt, sich zu verfärben. Okay. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Also, wir haben jetzt hier eine vollere Nase, also eine intensivere Nase, auch eine fleischigere Nase. Man hat die trotzdem, man hat diese Kirscharomen noch, dieses Zartbitter, aber es geht jetzt schon ein bisschen so, es ist sehr
fleischiger, würde ich sagen. Ja, das hat schon was, schon auch was Fleischiges, ja.